Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Ist euch das auch aufgefallen, dass Elektroautofahren in der letzten Zeit brandteuer geworden ist? Ich habe hier mal so die Rechnung, die wir so in den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, und bin das mal durchgegangen, und da ist mir das auch aufgefallen. Spitzenreiter ist diese Rechnung von EnBW. Nun sind hier zugegeben auch 1, 2, 3, 4, 5 Seiten Ladevorgänge drauf, aber es sind 319 Euro. 70 Euro. 40 Euro, 136 Euro. Dann haben wir noch eine Ladekarte von Maingau. Auch da, das ist nun eher so, das war ein Ladeabbruch. 122 Euro. Ja, was ist das hier? Das ist auch wieder ein Abbruch. 36 Euro. Also, das ist alles verdammt teuer geworden. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Aufgabe gemacht, in den letzten Tagen mal einzusteigen in das Thema. Ich habe euch das ja auch schon mal angekündigt in dem letzten Video vom Nürburgring, dass ich mich damit beschäftige, denn so geht es nicht weiter. Also kann ja nicht hier 100, 200, 300 Euro fürs Aufladen von Elektroautos bezahlen. Irgendwas hat sich verändert in der letzten Zeit. Irgendwas ist anders geworden. Wir haben nichts anders gemacht als sonst. Unsere Ladekarten an die Säulen gehalten und geladen. Und teilweise kommen da jetzt Kilowattstundenpreise raus von bis zu 79 Cent. Also irgendwas mache ich da verkehrt. Und das habe ich mir angeschaut. Und den Grund dafür, was ich verkehrt mache, den habe ich auch gefunden. Und die Lösung, wie man es anders macht, die habe ich auch gefunden. Und damit hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ich bin Oliver und freue mich, dass du dabei bist. Und heute geht es um das Chaos mit den Ladekarten, um Roaming, um die Kosten und wie man sich am geschicktesten durch dieses ganze Thema durchlaviert. Denn auch wir werden zukünftig einige Dinge anders machen, um beim Aufladen des E-Autos Geld zu sparen. Also dranbleiben, auf geht's. Und um es vorwegzunehmen, das Ende vom Lied ist, dass ich mittlerweile mit 8 Ladekarten rumlaufe, von denen ich 4 tatsächlich sehr regelmäßig benutze, im Gegensatz zu früher, wo ich 1 oder 2 regelmäßig benutzt habe und mich darauf verlassen habe, dass ich damit gut unterwegs bin und bestens versorgt bin. Ja, dieses Video ist auch super interessant für alle, die erst in die Elektromobilität einsteigen oder überlegen, ein E-Auto zu kaufen, und die alten Hasen sagen, wieder kenne ich schon, habe ich schon, weiß ich schon. Deshalb habe ich dieses Video in Kapitel unterteilt. Ihr könnt also zu dem Kapitel hin jumpen, hinspringen, das euch direkt interessiert, und müsst so nichts gucken, was ihr schon kennt oder nicht gucken wollt. Jo, bevor es losgeht, und das ist dann auch gezielt an die Neueinsteiger hier im Elektroauto-Game gerichtet, noch ein paar Begriffsklärungen und so ein bisschen was zur Historie. Wie kommt das eigentlich mit diesen ganzen Ladesäulen und Ladekarten und diesem ganzen Wirrwarr? Was ist da los? Also der erste Begriff, den man wissen muss, ist der Charge Point Operator, der CPO. Abgekürzt, das ist derjenige, der die Ladesäule da in die Landschaft gestellt hat, dem die Ladesäule gehört. Da gibt es seit den Anfängen der Elektromobilität, ich habe 2014 mit Elektroautos angefangen, da war wirklich, da gab es, ich sag mal, in Itzehoe eine Ladesäule mit 50 kW und danach bis zur Nordsee dann gar nichts mehr, das war wirklich bunt. Die Ladesäulen sind damals aufgestellt worden, vor allem von Energieversorgern. Klar, logisch, das waren diejenigen, die mit Strom zu tun hatten, und die haben diese Ladesäulen aufgestellt, und man musste dann entsprechend auch die Karte haben von dem Stromanbieter, um da laden zu können, und deshalb hatte man in der Anfangszeit natürlich, wenn man ein bisschen unterwegs war, ein ganzes Bündel voller Ladekarten, und an der Säule ging nur diese, an der anderen Säule ging nur die andere, und die Preise waren durcheinander, also es war ein absolutes Wirrwarr. Und es gab allerdings auch damals noch viele Möglichkeiten, wo man kostenlos laden konnte, weil die es nicht abrechnen konnten und so weiter und so fort. Alles Geschichte. Also glücklicherweise haben sich mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur die Ladesäulenanbieter geeinigt auf ein System, das nennt man Roaming. Das kennt ihr vom Mobilfunk. Wenn ihr mit eurem Handy aus dem Flieger steigt auf dem Flughafen von Mallorca, dann kriegt ihr so eine Nachricht: Hallo, herzlich willkommen im Netz von Tralala, und du kannst hier telefonieren und kannst hier weitermachen mit deinem Datenvolumen und kannst unser Netz nutzen. Das bedeutet, der deutsche Anbieter, bei dem ich Kunde bin, und der spanische Anbieter, dem da das Netz gehört, die haben irgendwie mal
Vertrag miteinander geschlossen, dass ich da rein darf. Und das war früher auch verdammt teuer, dieses Rooming. Gab es auch Rooming-Fallen, wo man teilweise bezahlte, wenn man im Ausland angerufen wurde. Glücklicherweise ist das mittlerweile in der EU, was das Telefon angeht, alles super geregelt. Und auf die Regelung, was die Ladesäulen angeht, warten wir leider noch. Da komme ich dazu. Also ChargePoint Operator, der erste Begriff ist der Ladesäulenbetreiber. Rooming heißt, dass ich mit der Karte von Anbieter A auch bei Ladesäule von Anbieter B laden kann, dass die miteinander kommunizieren und ich da überall rein darf. Als das Rooming aufkam, gab es neue Player im Markt für Elektroautoladen, die Mobility Service Provider, kurz MSP, das ist der dritte Begriff, den man kennen muss. Das sind also Anbieter, die zum Teil gar keine eigene Ladesäule hatten, sondern gesagt haben, ich konzentriere mich voll aufs Rooming, das heißt, ich bringe eine Ladekarte raus und mit dieser Ladekarte mache ich einen Tarif. Und ich gucke mal, was bezahle ich bei A, B, C und dann mache ich so einen Durchschnittspreis und dann könnt ihr mit einer Ladekarte in ganz Deutschland für einen Preis laden oder zwei. Das sind so Anbieter wie Maingau Energie zum Beispiel gewesen, mit denen ich sehr, sehr lange unterwegs war. Auch Sponsor des eCannonball. eCannonball 14.09., 15.09. seid ihr wieder dabei. Maingau ist auch mit dabei. Zu Maingau komme ich auch noch im Laufe dieses Videos mehrfach. Die waren dabei. Maingau hat damals, glaube ich, gestartet mit 2 Cent pro Kilowattstunde oder 4 Cent pro Kilowattstunde. Waren so ganz abenteuerliche Zeiten. Dann gab es die Telekom, die da einsteigen wollte in den Markt mit dem Produkt Comfort Charge und hat auch einen Hammerpreis rausgelegt. Ich glaube, 20 Cent oder sowas für alle, ist egal, wo du geladen hast. Das waren so die Anfänge. Und die Anbieter wollten dann unbedingt erstmal Daten gewinnen, wollten Ladevorgänge generieren und wollten lernen, wie das funktioniert. Also wir haben den ChargePoint Operator, das ist derjenige, der die Ladesäule aufstellt. Wir haben den MSP, den Mobility Service Provider, der eine Ladekarte rausgibt, mit der man da laden kann. Und die vertragliche Basis, mit der das funktioniert, ist das sogenannte Rooming. Das heißt also, dass jeder bei jedem laden kann. Und dann gibt es noch einen letzten Begriff, das ist das sogenannte Ad-Hoc-Laden. Das ist relativ neu und ist jetzt mittlerweile auch bei der Errichtung von Ladesäulen gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ad-Hoc-Laden können müssen. Ad-Hoc-Laden bedeutet, dass ich gar keine Ladekarte habe, sondern ganz spontan an der Ladesäule mich entscheide zu sagen, ich will hier laden. Das ist so ähnlich wie beim Tanken. Da kann ich ja auch an jede Zapfsäule fahren und sagen, hier will ich jetzt tanken. Und dann hole ich aus meiner Brieftasche eben irgendwie meine EC-Karte raus hier so und bezahle damit oder meine Kreditkarte oder was auch immer oder Bargeld. Also irgendwie komme ich da weiter. Und dieses Ad-Hoc-Laden ist mittlerweile an den Ladesäulen vorgeschrieben. Für neue ist das Pflicht, sodass man an diesen Ladesäulen, auch ohne dass man irgendeinen Vertrag mit jemandem hat, einfach mit der Kreditkarte oder EC-Karte laden kann. Ad-Hoc-Laden war früher lange Zeit die teuerste Variante. Hat man immer gesagt, naja, für Notfall, aber bitte nicht, hol dir lieber eine Ladekarte. Aber mach auf keinen Fall dieses teure Ad-Hoc-Laden. Und das hat sich mittlerweile deutlich geändert, wie wir gleich sehen werden. Und was habe ich jetzt gemacht, um rauszufinden, was bei mir los ist und warum ich so viel fürs Laden bezahle? Ich habe mir in den letzten Tagen genau zwei Sachen angeguckt. Das erste, ich habe mir die Rechnung angeguckt, die wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten so bekommen haben. Die Ladevorgänge, die da drauf sind. An welchem Ladenetzwerk ist da geladen worden? Welche Karte wurde daran gehalten? Mein Sohn und ich, wir fahren beide Elektroautos. Es sind also einige Ladevorgänge, die da zusammenkommen. Dann habe ich mir angeschaut, welche Kilowattstunden sind da aufgerufen, also welche Kilowattstundenpreise sind da aufgerufen worden, weil wir Ladekarte A an Säule B gehalten haben. Und dann habe ich mir angeschaut, welche Ladeanbieter gibt es bei uns, welche frequentieren wir da, wo fahren wir immer hin, wo laden wir? Laden wir immer bei EnBW, laden wir bei Tesla, laden wir hier, da, dort und was gibt es dort für Möglichkeiten, wo kann man Geld sparen, welche Karte kann ich da noch ranhalten, was wäre an der bei dem Ladeanbieter für mich aus meiner Perspektive und Wahrnehmung die günstigste Abrechnungsart. Wo kann ich Geld sparen? Das ist also kein Ladekartenkompass für ganz Deutschland, aber ich sag mal, alle, die bundesweit eine Rolle spielen, sind da drauf, weil wir hier in Hamburg diese Anbieter alle haben. Und insofern ist das mit Sicherheit für den einen von euch und den anderen interessant. Falls ihr noch einen habt oder andere Erfahrungen habt mit Ladekarten, Ladeanbietern, schreibt es doch hier drunter. Wie habe ich die Preise recherchiert? Ich habe mir bei jedem Anbieter, von dem ich hier rede,
die App runtergeladen, habe mir teilweise dort ein Kundenkonto erstellt, habe mir eine Ladekarte bestellt und habe dann in der App, da kann man ja praktisch wie bei Google Maps so eine Karte aufrufen und kann die Ladesäulen in der Umgebung sehen und habe dann einfach gesagt, gut, ich will mit dieser App jetzt da laden. Also ich sag mal, in der Aral Pulse App habe ich aufgerufen, ich will jetzt bei ENBW laden. Was würde ich mit der Aral Pulse Karte bei ENBW zahlen? Oder andersherum, was würde ich mit der EWIGO Karte bei E.ON zahlen? Also so habe ich mir praktisch in der App aufgerufen. Stand der Preise ist der 20. August 2024 und wie gesagt, los geht's. Ich gebe noch vorweg zu Klarheit, dass ich von keinem der Ladekartenanbieter in irgendeiner Form hier zu diesem Video aufgefordert, unterstützt oder bezahlt worden bin. Es steht zwar hier oben in der Ecke, enthält Produktempfehlungen, das steht in jedem meiner Videos, weil hier immer über Marken gesprochen wird und ob es der iX ist hier im Hintergrund, die Turnschuhe, die ich anhabe. Neulich hat mich jemand nach der Brille gefragt, wo ich die denn hier habe. Es sind eben verschiedene Produkte, die hier gezeigt und genannt werden und deshalb blende ich aus rechtlichen Gründen diesen Text da oben ein. Aber ich präferiere keinen bestimmten Ladekartenanbieter und ich kriege auch von keinem Geld für dieses Video. Ich bin überall normaler Kunde und zahle dann normal meine Rechnung. Ja, legen wir los und da ich keine Präferenz habe für irgendeinen Ladeanbieter, fangen wir alphabetisch an. Ich habe das alphabetisch geordnet und wir fangen an mit A wie Allego. Das ist ein Anbieter aus den Niederlanden und ich erinnere mich sehr gut, als dieser Ladestandort hier beim Garten von Ehren in der Mahlfeldstraße eröffnet wurde mit großem Tamtam. Die Geschäftsleitung von Allego war da. Ich war damals da mit Dennis Witthus. Wir haben hier einen Livestream gemacht und über die Eröffnung dieser Ladestation berichtet. So, das ist ein paar Jahre her. Damals gab es große Probleme, weil die hier aufgebauten Ladesäulen, die waren von Evatec, die haben eigentlich nur Probleme bereitet. Manchmal kamen da 30 kW raus, manchmal nichts. Es hat sich irgendwie gefühlt auch keiner drum gekümmert und es war ein echtes Ärgernis. Um diese Ladestation hast du früher einen großen Bogen gemacht. Das war so typisch in der Anfangszeit. Mit Fördermitteln wurde da irgendwas errichtet. Es wurde sich nicht richtig drum gekümmert. Es gab keinen Markt, es gab nicht so viele Elektroautos. Also hat man sich da nicht so viel Mühe gegeben. Mittlerweile ist das anders. Allego hat hier komplett aufgeräumt, neue Ladesäulen hingestellt von Alpitronic. Das ist ein Modell, auf das man häufiger mal trifft und ich finde die Alpitronic-Säulen relativ gut. Ich finde, dass sie recht zuverlässig arbeiten. Klar gibt es auch mal kaputte dabei, aber grundsätzlich habe ich da ein großes Vertrauen drin, wenn ich so eine Säule sehe, dass das jetzt gleich funktionieren wird. Und Allego hat das umgebaut und das läuft jetzt hier mit drei Alpitronic-Säulen, zwei Hyperchargern, die 300 kW machen und 150er, der hier dann steht. Für Autos wie zum Beispiel mein iX wird der 150 durchaus reichen. Ja, was zahle ich hier? Aral Pulse, ich habe jetzt die Ladekarten mal so durchgegangen, wie ich sie jetzt bei mir in der Tasche habe. Die Ladekarte von Aral Pulse funktioniert hier nicht. ENBW sind 79 Cent, wenn ich eine ENBW-Karte hier ranhalte. EWEGO sind 64 Cent. Lichtblick, ich habe eine Lichtblick-Karte als Lichtblick-Kunde. 75 Cent, meine Maingau-Karte will hier 80 Cent sehen. Und Ad-Hoc-Laden kostet 73 Cent. Das ist auch dann schon einer der Gründe, wenn man hier so Gedanken verloren, wie die Ladekarte wie immer ranhält, bist du plötzlich bei 79 oder 80 Cent. Man muss dann doch schon ein bisschen gucken. Und bevor wir jetzt zu dem nächsten Ladepark gehen, der da hinten durchschimmert in Blau von CityWatt mit dem Buchstaben C, habe ich noch einen anderen Anbieter mit A für euch, der vorher dran kommt. Und das ist Aral Pulse. Aral ist ein Tankstellenkonzern oder eine Tankstellenmarke, gehört zum BP-Konzern. Und Aral hat vor ein paar Jahren gesagt, wir wollen ganz groß werden, was das Aufladen von Elektroautos angeht. Und tatsächlich sind sie groß geworden. 1870 HPC-Ladepunkte haben sie aufgebaut an 420 Standorten. Und das ist ja auch das, was wir immer gefordert haben als E-Autofahrer, dass wir auf den Tankstellen auch unsere Elektroautos laden wollen. Es ist auch logisch, in einer Stadt wie Hamburg, in der Großstadt, gibt es keine freien Grundstücke für große Ladeparks, sondern da muss es an der Tankstelle passieren. Und es ist halt einfach nur ein anderer Betriebsstoff. Statt Benzin, Diesel oder Autogas gibt es hier Strom fürs Auto. Ist ja nichts anderes als das, was sonst auch passiert. Und insofern haben sie das gemacht. Es sind Alpitronic Charger überall aufgestellt worden. Und bei so einem Alpitronic Charger habe ich eigentlich auch immer ein Vertrauen, wenn ich darauf zufahre, dass das jetzt hier was wird. Da gibt es ganz andere Modelle wie diese Evatec Flaschenöffner von früher oder diese ABB Ladesäulen, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, wenn ich das Ding schon von weitem sehe.
Rheinpuls ist seit kurzem der Partner vom ADAC und es gibt dort einen entsprechenden Tarif. Das ist neu und ich habe mir diese Karte mal geholt vom ADAC, weil ich sie vorher auch schon hatte und da war es ENBW, jetzt ist es Aralpuls. Wenn ich diese ADAC Aralpuls Ladekarte ranhalte, zahle ich im Moment noch 51 Cent pro Kilowattstunde für eine Aufladung hier. Das wird sich demnächst erhöhen auf 57 Cent die Kilowattstunde. Im Moment sind es aber 51. Wenn ich mit einer ENBW Karte lade, sind es 79 Cent. Mit einer EWE Go Karte sind es 64 Cent. Meine Lichtblickkarte geht hier gar nicht. Maingau zeigt mir 90 Cent pro Kilowattstunde in der App an und ad hoc kann man hier auch laden mit 79 Cent pro Kilowattstunde, was dann auf 70 Euro maximal gedeckelt ist. Man kann also ganz einfach seine Kreditkarte hier ranhalten und dann kann man ohne alles aufladen. Also der interessanteste Tarif hier im Moment ist natürlich die eigene Ladekarte von Aralpuls mit 51 bzw. 57 Cent. Weiter geht's mit dem nächsten Buchstaben oder übernächsten Buchstaben im Alphabet und das ist C wie Citywatt. Hier neu in der Mahlfeldstraße haben die richtig eingeschenkt mit 1, 2, 3, 4, 5 Hyperchargern von Alpitronic, 300 kW Chargern, blau bemalt, blau beschriftet, ein riesengroßes Logo, was sich hier oben dreht. Also das sieht alles imposant aus. Aber Vorsicht, die Preise haben es in sich, denn Citywatt gehört zur Prammel-Gruppe. Zu denen gehört auch Wattline, an denen ich ab und zu mal gerate, wenn wir bei Firmenkunden um Energieverträge pitchen. Und ja, das sieht alles ganz gut aus, aber Citywatt gibt keine Ladekarte raus, sondern es geht hier eigentlich nur um Ad-Hoc-Laden oder um Laden mit anderen Ladekarten und das wird verdammt teuer. Wenn ich eine Aralpuls-Karte ranhalte, dann sind es 79 Cent, bei ENBW 89 Cent, eine EWE-Go-Karte geht hier nicht, Lichtblick geht hier auch nicht, Maingau 80 Cent und Ad-Hoc-Laden ist die einzige Alternative hier mit 64 Cent. Auch nicht gerade billig, aber dann würde ich doch eher meine EC oder Kreditkarte hier ranhalten als eine Ladekarte von irgendeinem Anbieter. Und das ist das, was ich auch in den vergangenen Wochen hier gemacht habe, tatsächlich mit einer normalen Ladekarte geladen. Und das hat sich hier bei Citywatt bitter gerecht mit 80 Cent pro Kilowattstunde. Das war richtig teuer. Gut, weiter geht's zum nächsten Buchstaben im Alphabet oder fast dem nächsten. Und das ist E wie E.ON Drive. E.ON ist Energieanbieter, Energieversorger und dementsprechend einer der ersten Anbieter, der in dieses Thema Ladeinfrastruktur in Deutschland eingestiegen ist. Damals, als das losging mit 50 kW Säulen, die State of the Art waren damals, aber dann hat E.ON sich in den Augen vieler E-Autofahrer einen relativ schlechten Ruf eingeheimst. Es wurden Säulen gebaut, aber nicht gepflegt. Viele der Säulen waren kaputt oder es ging irgendwas nicht. Dann haben sie den Kartenleser abgebaut. Man konnte dann teilweise nur noch mit der App laden und dabei standen die Säulen teils in Gebieten mit schwacher Mobilfunknetzabdeckung. Das heißt, die Karte ging nicht und du hattest kein Netz, also konntest du nicht mehr laden. E.ON hat sich damals in der Anfangszeit der Elektromobilität den Ruf als E-Off unter Elektroautofahrern erworben, weil immer alles nicht geht. Heute ist das ein bisschen anders. Sie haben aufgerüstet, Alpitronic-Säulen, die funktionieren auch. Ich habe hier schon mehrfach geladen, auch wenn das zum Teil das Ad-Hoc-Laden hier nicht funktioniert. Da komme ich gleich zu. Ich schaue mal auf meine Tarife und ich sage euch mal, was los ist. E.ON hat 180 HPC-Ladepunkte an 110 Standorten mittlerweile in Deutschland. Wenn ich eine Aral-Pulskarte hier ranhalte, 79 Cent ENBW, 79 Cent EWE Go ist mit 64 Cent dabei, erstaunlicherweise. Meine Lichtblickkarte sagt 75 Cent, Maingau wieder 90 Cent in der App und ad hoc geht gerade nicht. Da kommt dann der Ruf von früher wieder durch, E-Off, ad hoc laden ist gerade off. Tja, weiter zum nächsten E. ENBW. Und das ist mittlerweile ja sowas wie der Klassenprimus in Deutschland mit 4380 HPC-Ladepunkten an 1060 Standorten. Ja, und während hier der Kühllaster neben mir brummt, erkläre ich euch noch zwei, drei Sachen zu diesem Standort, denn der hier ist fußläufig von meinem Büro entfernt. Das ist einer der Gründe, warum wir hier recht häufig laden, wenn wir Testautos haben. Und der zweite Grund und der hauptsächliche Grund ist, dass ENBW-Ladesäulen, diese Alpitronic-Charger, am Ende
die Ladekurve anzeigen. Das heißt, man muss nicht tatsächlich die ganze Zeit eine Kamera auf die Ladesäule richten, sondern man kann tatsächlich am Ende des Ladevorgangs einen Knopf drücken und sieht dann die Ladekurve des Autos. Und das ist etwas, was wir ja relativ häufig rausfinden wollen, wie ist die Ladekurve von den Fahrzeugen, die wir hier testen. Deshalb lande ich relativ häufig hier bei ENBW. Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich bei ENBW als einzigem Anbieter einen Tarif mit einer monatlichen Grundgebühr gewählt habe, den Tarif M mit 5,99 Euro Grundgebühr im Monat, der dann zu deutlich geringeren Ladekosten führt. Und in der Übersicht ist das also wie folgt: Wenn ich meine Aral Pulse-Karte hier ranhalten würde, zahle ich 79 Cent. Mit der ENBW-Karte und dem Tarif M mit 5,99 Euro monatlicher Grundgebühr sind es 49 Cent, also schon ein guter Preis. Mit der EWE Go-Karte, da kommt die Retourkutsche, für andere sind es 64 Cent. Die Lichtblick-Karte, die ich habe, sind 75 Cent. Mein Gau will hier 90 Cent haben laut App. Und Ad-Hoc-Laden sind 87 Cent pro Kilowattstunde plus 2 Cent pro Minute für einen Ladevorgang. Alles relativ teuer. Also hier ist klar zu erkennen, Roaming wird hier sehr teuer gemacht und die eigene Ladekarte recht günstig. 49 Cent mit dem entsprechenden Tarif ist ein völlig akzeptabler Preis und das ist auch das, was ich hier lade. Weiter geht's an dieser Stelle ebenfalls mit E, nämlich mit EWE Go. EWE Go ist ein Anbieter mit rund 1390 HPC-Ladepunkten deutschlandweit an 680 Standorten und das sind in den allermeisten Fällen McDonald's-Filialen. Daher kennen viele die EWE Go Lader. Hier bei uns in Niedersachsen ist EWE Go der Netzbetreiber. Das heißt, wir haben auch relativ viele Ladesäulen, so wie diese hier. Das ist ein Pendlerparkplatz an einer Autobahnraststätte, wo einfach eine EWE Go Ladesäule steht. Also das haben wir hier recht häufig und EWE Go hat auch eine eigene Ladekarte, die sie rausgeben und man kann auch ad hoc laden. Und die Gebühren sind, wenn ich eine Aral Pulse Karte ranhalte, 79 Cent, also die ADAC Karte, die aktuelle. Mit der ENBW Ladekarte lade ich hier mit 69 Cent, EWE Go die eigene Ladekarte für 59 Cent, meine Lichtblickkarte wieder für 75 Cent, die Maingau-Karte zeigt mir eine App hier wieder 90 Cent an und Ad-Hoc-Laden gibt es hier auch für 79 Cent mit einer Kreditkarte oder EC-Karte, ich glaube Kreditkarte muss es sein. Ja, über einen müssen wir natürlich reden, wenn wir über Elektroauto-Aufladen reden und das ist Ionity. Ionity ist das Ladenetzwerk der deutschen Autoindustrie, so will ich es mal sagen, gegründet von Ford, BMW, Daimler AG, Volkswagen, Audi, Porsche. Und später kam dann noch Hyundai und Kia dazu. Der Grund dafür ist relativ einfach. Tesla hat das vorgemacht. Die Kunden, die solche Elektroautos kaufen, haben große Ängste, was Reichweiten und Aufladen angeht. Und die muss man den Kunden nehmen, wenn man ihnen Autos verkaufen will. Man muss klären, wie komme ich damit in Urlaub? Wie kann ich damit 2000 Kilometer nach Spanien fahren, ohne liegen zu bleiben und ohne 5 Stunden an der Raststätte auf irgendwas zu warten? Das hat Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk gemacht und die deutsche Autoindustrie hat mit Ionity ein entsprechendes Angebot ins Leben gerufen, das auch, wie ich finde, wenn ich mal auf Ionity getroffen bin, auf großen Reisen, sehr gut funktioniert. Ionity ist was für einen Reiser. Ionity wirst du nicht in der Innenstadt finden, wo du dein Auto auflädst, sondern an Autobahnraststätten, an neuralgischen Verkehrspunkten. Und es geht darum, große Strecken mit einem Elektroauto zu bewältigen. Der Ausbau ist recht gut vorangegangen. Es sind rund 830 HPC-Ladepunkte nach meiner Recherche. Das Ziel ist natürlich, die 1000 zu knacken an 140 Standorten. Und meine Erfahrungen mit Ionity sind da sehr positiv. Das heißt, wenn man da hinkommt, hat es eigentlich immer funktioniert. Es gibt einen guten Service und du kriegst die Ladeleistung. Natürlich gibt es auch mal eine kaputte Ladesäule. Und es gab auch mal irgendwas, wo die Ladeleistung nicht stimmte. Aber eigentlich kann man sich da ganz gut drauf verlassen, muss ich ehrlich sagen. Und Ionity ist ja auch Hauptsponsor beim eCannonball 2024, Mitte September, 14.15. in Dresden. Ich hoffe, ihr seid dabei beim eCannonball. Haben einen tollen Kurs ausgesucht, tolle Rundstrecke für die Teilnehmer. Viele Touchpoints, wo ihr die Teilnehmer sehen könnt. Es sind eigentlich alle dabei, die in der Elektroautomobilitätsszene eine Rolle spielen. Und es sind viele normale Teams dabei, die mitfahren. Ganz viele verschiedene Autos, Umbauten sind dabei, vom Trabant bis zum Mercedes SL.
Es ist eigentlich alles dabei. Wir haben mehrere XPeng-Fahrzeuge am Start. Ich glaube, das wird ganz interessant sein für einige, die mit dieser Marke liebäugeln. Tesla, Kia, Hyundai, Volkswagen, you name it, ist alles dabei. Porsche fährt alles mit. Insofern super interessante Veranstaltung. 14. und 15. Märkten rund um Dresden und auf den Kanälen des eCannonballs. So, wir waren aber bei Ionity. Und Ladenetzwerk der deutschen Autoindustrie funktioniert gut. 830 HPC-Ladepunkte, mittlerweile Ziel sind 1000. Was Ionity sehr schnell gemacht hat, ist, dass sie preislich deutlich differenziert haben zwischen den eigenen, ich sag mal, Marken, die hinter Ionity stecken, und Fremdmarken bzw. anderen Ladekarten. Damit haben sie sehr schnell angefangen. Und so kam es, dass, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein neues Auto von Porsche, BMW, wem auch immer, einem der Partner von Ionity kaufst, dann konntest du eine Ladekarte bekommen mit teilweise bis zu 39 Cent pro Kilowattstunde aufladen, runter, was ja wirklich ein interessanter Preis ist für die Leistung, also für die Performance, die da bei Ionity abgegeben wird. Das ist schon recht gut, sehr guter Preis. Allerdings, wenn du dann eben eine andere Marke hattest wie ein Tesla oder mit einer Ladekarte von Maingau oder von wem auch immer dort geladen hast, dann wurde es richtig teuer, bis zu 79 Cent und mehr wurden da aufgerufen. Und das war damals, als das losging, ein großer Aufschrei: Ionity, 79 Cent, wie könnt ihr nur? Mittlerweile machen das auch andere Anbieter, wie wir hier in diesem Ladetest gerade sehen, dass es auch bei anderen Ladeanbietern so differenziert wird zwischen der eigenen Marke und diesem Roaming-Partner. Aber Ionity hat mittlerweile auch ein sehr interessantes Angebot für alle anderen, die sich nicht unbedingt ein neues Auto bei einem Ionity-Partner gekauft haben. Und das finde ich sehr spannend. Sie haben zugehört, sie haben reagiert und finde, wie gesagt, sehr spannend, was sie gemacht haben. Es gibt etwas, das nennt sich Ionity Passport, das kann man da buchen. Und das kann man monatsweise buchen. Man kann also sagen, Mensch, nächsten Monat habe ich eine Urlaubsreise, die steht an, wir wollen nach Österreich, Italien, keine Ahnung. Da buche ich mir mal für einen Monat so ein Passport und dann mache ich das auch gleich wieder platt, sodass ich das nur einen Monat habe und kann dann einen Monat lang wirklich günstig bei Ionity laden. Die Preise sind echt gut. So ein Passport, der kleine sozusagen, der nennt sich Passport Motion, der kostet 3,99 € im Monat. Also 4 € im ersten Monat, im nächsten Monat, wenn man das dann verlängert, 5,99 €. Aber für so eine Urlaubsfahrt einen Monat, 4 Wochen lang Ionity für 3,99 € und führt dann zu 49 Cent pro Kilowattstunde Laden an Ionity. Finde ich, ist ein faires Angebot, gerade so für einen Gelegenheitsurlaubsfahrer, der mal eine Langstrecke fährt und sagt, Mensch, hier für die 4 Wochen brauche ich das mal oder die 2, kann man sich das buchen. Wer mehr will, es gibt ein Passport Power, der kostet 7,99 € im ersten Monat und 11,99 € für alle weiteren und der führt dann zu 39 Cent. Aber ich sag mal, den Motion, den ersten, da runter auf 49 Cent für 3,99 €, das hast du ja mit dem ersten Ladestopp hast die 3,99 € ja schon wieder drin. Das ist doch so ein No-Brainer. Finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Und von daher gibt es da auch ein attraktives Angebot. Ich selbst habe in meinem näheren Umfeld keinen Ionity-Ladepark. Ich müsste so 20 Kilometer weit fahren. Das habe ich jetzt zum Dreh, das habe ich jetzt nicht gemacht. Dreh das hier in der Garage, aber auf Urlaubsreisen sind wir da immer schon mal bei Ionity gewesen, haben dort geladen. Das hat auch richtig gut geklappt. Die Preise, falls man das nicht macht, wie gesagt, Aral Pulse 75 Cent, ENBW 74 Cent, EWEGO 64 Cent, Maingau Energie 80 Cent und ad hoc laden kann man auch für 69 Cent. Also von daher würde ich dann auch hier wieder eher ad hoc laden oder mir tatsächlich so ein Passport holen und dort dann für einen Monat oder zwei oder so, wie ich das brauche, mal den einen Monat, dann habe ich wieder ein paar Monate nicht, dann wieder den nächsten Monat für 3,99 €, da braucht man nicht lange nachdenken. Oder weiter geht's mit S wie Shell Recharge, hier hinter mir an einer Shell-Tankstelle bei mir in unmittelbarer Nähe, da wo ich wohne. Mit Shell Recharge bin ich nicht ganz so warm geworden. Die haben zwar die gleiche Ansage gemacht wie Aral, nach dem Motto, wir wollen hier alles groß machen und überall wollen wir Ladesäulen bauen und sind auch gut dabei. 1400 HPC-Ladepunkte an 320 Standorten deutschlandweit. Das ist alles gut, das hört sich alles gut an.
Aber sie haben sich zum Beispiel bei der Hardware für eine Ladesäule von ABB entschieden und nicht für Alpitronic. Und diese ABB-Ladesäule, ich sag mal, ich bin nicht so richtig warm geworden mit ihr. Ich finde die Menüführung ein bisschen komisch. Das Display blendet gerne bei Sonneneinstrahlung. Und ja, dann kommen wir auch noch zu den Preisen dazu. Achso, hier vor Ort ist es alles ein bisschen eng, weil da eine Autowerkstatt ist. Das ist aber, die sind super nett und die halten auch die Ladeplätze frei. Das ist nicht das Problem. Aber es ist ein bisschen enges Gekurbel und Rangiere, bis man da ist. Was die Preise angeht, tja, ich sag mal, mit Aral Puls mit 79 Cent, mit EnBW 74 Cent, EWE Go 64 Cent, Lichtblick 75 Cent, Maingau 80 Cent, Ad-Hoc-Laden 79 Cent, auch nicht so wirklich sexy. Es gibt auch eine App, dann kann man rechnen mit 57 bis 64 Cent pro Kilowattstunde plus 35 Cent pro Ladevorgang. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz so ein Shell Recharge-Freund geworden. Lass mich gerne eines Besseren überzeugen. Kein Problem. Es gibt auch zwei, drei andere Shell-Tankstellen, wo ich schon diese Ladesäulen gesehen habe, die dann auch wirklich gut zugänglich waren und wahrscheinlich auch gut funktionieren. Aber hier bei mir um die Ecke ist das alles ein bisschen tricky. Deshalb bin ich hier relativ selten. Und dann müssen wir natürlich noch über Tesla reden. Tesla als, ja, ich sag mal, die Nummer 1 im Elektroautomarkt für viele Elektroautofahrer, ganz klar auch bedingt durch das Supercharger-Netzwerk. Tesla hat früh erkannt, wenn du den Leuten keine Sicherheit gibst, wie sie ihr Auto aufladen können, wirst du keine Autos verkaufen. Und deshalb haben sie ein eigenes Ladenetzwerk gebaut, das Netzwerk der sogenannten Supercharger, war lange Zeit führend. Mittlerweile 2650 HPC-Ladepunkte an 200 Standorten in Deutschland. Und das sind nicht nur, ich sage mal, ein Lader oder zwei, sondern das sind ganze Ladeparks, wo 16, 20, 24 Ladestationen stehen, die alle auch funktionieren. Das ist das große Prä, ich habe lange Jahre Tesla gefahren, das ist das große Prä von Tesla, dass du dich darauf verlassen kannst. Du kannst deinen Wagen auf der Autobahn auf 1-2% runterbraten, weil du weißt, das wird gleich funktionieren. Wenn du an eine E.ON-Ladesäule fährst, dann weißt du nicht genau, ist sie zugeparkt, weil es ist nur eine oder es sind nur zwei. Funktioniert sie überhaupt? Kriege ich die Ladegeschwindigkeit? Bei Tesla kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das gleich klappt und funktioniert. Es gibt ein paar Besonderheiten bei Tesla. Das zeige ich euch hier mal. Ich habe mein Auto hier rangestellt und keine Angst, ich bin hier ganz alleine. Ich behindere niemanden. Aber nur um das mal zu zeigen, ich stehe auf dem Platz Nummer 1 und an und für sich habe ich hier die Ladestation von Tesla. Das ist ein V2 Charger hier vom Hotel Lindner. Die ersten Tesla Charger hatten nur dieses Kabel hier, nur diesen Stecker. Das waren die V1, war so ein eckiger Kasten. Dann gibt es V2, der hat beide. V3, der hat dann nur noch den. Und V4, das ist der neue, der wo der ganze Kasten mittig steht und wir auch ein längeres Ladekabel haben. So, und hier ist das Problem, dass normalerweise beim Tesla die Ladeanschluss hier auf der Fahrerseite ist. Bei dem VW ID.7 ist auf der Beifahrerseite. Und jetzt passiert Folgendes. Um überhaupt laden zu können mit diesen super kurzen Kabeln, müsste ich jetzt auf diesem Platz einstehen und müsste tatsächlich von dem Platz hier nebenan B das Kabel in den ID.7 stecken, also hier, und ich müsste auch noch weiter zurückfahren, um mit diesem super kurzen Kabel da ranzukommen. Das heißt, ich belege am Ende zwei Plätze, nämlich zwei Ladestationen. Ich belege den da, die Nummer 1, auf dessen Platz ich stehe, und ich belege den hier, dessen Kabel ich nehme. Und das kommt zugegeben bei Tesla-Fahrern nicht gut an, die dann natürlich in ihrer App die Auslastung angezeigt bekommen und sehen, aha, da sind Plätze frei, und tatsächlich sind keine frei, weil überall noch einer steht und das Kabel von nebenan hat. Ich weiß, da gibt es ab und zu immer mal ein bisschen Trubel. Mit dem V4 Charger, mit dem neuen, ist das vorbei. Da habe ich schon mal in Hannover geladen, das funktioniert wunderbar. Da steht der Charger mittig an der Parkfläche und hat ein super langes Kabel, dass man rechts rum, links rum überall rankommt, und dann ist
ist die Diskussion auch zu Ende. So, also Tesla für mich immer noch ein Top-Ladenetzwerk, weil es funktioniert, weil du die Sicherheit hast. Das wird hier gleich klappen und die Preise passen auch, denn die Preise variieren, je nachdem, wann man da lädt, so zwischen 53 und 58 oder 60 Cent. Das zeigt die App an. Man kann auch bei Tesla einen Tarif buchen, wo man eine kleine monatliche Grundgebühr zahlt. Dann kommt man an günstigere Preise ran, die auch den Tesla-Fahrern selber gegeben werden. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber so für, ich sage mal, Mitte 50 Cent aufladen an so einem Ladenetzwerk, finde ich, geht ganz in Ordnung. Muss ich ehrlich sagen, zwischen 53 und 58 Cent wurde mir hier angeboten. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Und das ist das Aufladen im innerstädtischen Bereich an den Wechselstromladepunkten. Davon gibt es in Hamburg mehrere hundert. Da ist Hamburg ganz gut dabei, ganz gut ausgebaut. Und so hast du häufig zum einen einen Parkplatz und zum anderen auch kannst du Strom mitnehmen, wenn du in der Stadt was einkaufen willst und ähnliches. Und ja, der Stecker steckt hier nicht drin. Ich habe den Wagen da nur eben zum Filmen hingestellt, fahre gleich wieder weg und behindere hier auch keinen. Die Tarife hier sind relativ einfach, ziemlich egal, was ich hier mache, welche Ladekarte ich hier ranhalte. Es sind immer 59 Cent, egal welcher Anbieter. Es gibt nur einen einzigen Anbieter, der nimmt 49,9 Cent. Das ist die Hamburger Energiewerke, sozusagen unser städtischer Energieanbieter oder ein Energieanbieter, an dem die Stadt, glaube ich, daran beteiligt ist. Der hat hier 49,9 Cent, also 10 Cent Unterschied. Ansonsten sind es immer 59 Cent. Tja, das fassen wir mal zusammen, oder? Ja, was ist da draußen passiert? Wie kommt es zu diesen ganzen Preisunterschieden und wie geht es für mich jetzt weiter? Mit welcher Karte will ich jetzt zukünftig wo laden? Zunächst einmal, wir Elektroautofahrer sehen das Ganze recht pragmatisch. Wir wollen immer mehr Ladeinfrastruktur, noch mehr Ladesäulen und wenn da vier stehen, dann wollen wir 6 oder 8 oder 12 haben. Ein Dach drüber wollen wir haben, wir wollen eine Gastronomie haben, eine saubere Sanitäranlage. Das sind alles Dinge, die uns so im Kopf rumschwirren, wenn wir mit dem Elektroauto losfahren und an die Ladesäule wollen. Die Industrie, die diese Ladesäulen bauen, die ChargePoint Operator und die MSPs, die Ladekartenanbieter, die denken ganz anders. Ja, und das fällt jetzt so langsam auf. Die denken natürlich knallhart ans Geschäft, sehen, dass sie jetzt über die Jahre eine gute, sehr gute Ladeinfrastruktur aufgebaut haben. ENBW beispielsweise mit den vielen Ladesäulen oder Aral Pulse oder Tesla mit den Superchargern. Auch Allego ist aus dem Quark gekommen. Also das ist alles wirklich in Summe für mich als Elektroautofahrer wirklich ein gutes Angebot, eine gute Ladeinfrastruktur, die da draußen schon auf mich wartet. Und das wissen die Anbieter. Und jetzt geht es darum, wie man bei uns sagt, den Sack zuzumachen. Es geht darum, Kunden zu gewinnen, diese teuer dort aufgestellte Ladeinfrastruktur auszulasten, die Netzauslastung dorthin zu kriegen, Kunden als Stammkunden zu gewinnen, mit Loyalitätsprogrammen, mit Punkten wie Encharge, wie Payback und anderen Zugängen wirklich zu sagen, okay, ich lade regelmäßig bei Anbieter A und nicht mehr bei B, weil da kriege ich Punkte oder whatever. Es geht also ich sag ruhig mal, Verteilkampf los. Und der wird, wie wir das von anderen Branchen kennen, nicht zimperlich geführt werden und dazu wahrscheinlich auch führen, dass es am Ende in ein paar Jahren mal Übernahmen gibt und es weniger Anbieter geben wird. Aber im Moment sind wir mittendrin und steuern komplett darauf zu. Es geht also um Verdrängung und um Maximierung der eigenen Auslastung. Das ist das, was da draußen abgeht. Und deshalb differenzieren die Ladesäulenanbieter so stark zwischen dem eigenen Angebot, dem eigenen Preis und dem Roaming-Preis, den sie für die Anbieter von anderen Ladekarten herausgeben. Der erste, der damit angefangen hat, war Ionity, ein paar Jahre her. Da ging es darum, dass dort 79 Cent verlangt wurden. Und da war das so, oh, bitte nicht, bloß nicht an der Ionity-Säule landen, weil 79 Cent, mittlerweile machen es alle so. Mit der eigenen Ladekarte gibt es den günstigen Preis und mit der Fremdladekarte im Roaming, da wird richtig draufgehauen, um den Kunden an sich zu binden. Ist meine Meinung, so habe ich das jetzt da draußen empfunden und so kenne ich das auch aus anderen Branchen und anderen Vertriebsmodellen. Was bleibt für mich als Kunde über? Im Moment
ist es tatsächlich so, dass ich wieder mehrere Ladekarten haben muss. Ich muss genau wissen, welche Karte halte ich woran. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil du im Grunde genommen immer die Karte ranhalten musst von dem, dessen Marke oben auf der Ladesäule stehst. Die EnBW-Karte an die EnBW-Säule, die Aral-Puls-Karte an die Aral-Puls-Säule und so weiter und so fort. Das ist im Moment tatsächlich ein relativ einfacher Weg, recht günstig zu laden. Diese Karten sind zum großen Teil kostenlos oder man kann sich dort ein kostenloses Kundenkonto anlegen. Manchmal kostet die Karte ein bisschen Geld, aber man kann ja auch mit der App laden, braucht gar keine physische Karte. Also ich sag mal, die günstigste Karte ist im Moment tatsächlich die vom Anbieter selbst. Das ist Nummer eins, dafür muss ich mich dann eben bei mehreren Anbietern registrieren und muss mit mehreren Anbietern unterwegs sein. Nummer zwei, Ad-Hoc-Laden. Das, was wir früher immer so gesagt haben, oh bitte nicht, und das ist viel zu teuer. Ad-Hoc-Laden ist relativ interessant, weil es zum Teil billiger ist, als wenn ich die Ladekarte von einem Fremdanbieter daran hänge. Würde ich mir tatsächlich mal Gedanken machen, ist ein bisschen schwierig, manchmal den Beleg zu bekommen. Wenn ich jetzt mit einem Geschäftsfahrzeug dort lade, muss ich hinterher auch eine Rechnung haben, um das bei mir in der Buchhaltung verbuchen zu können. Da hatte ich in der Vergangenheit ein paar Schwierigkeiten. Da musste man sich dann wieder irgendwo registrieren, um an ein vernünftiges PDF ranzukommen, was ich in der Buchhaltung auch abgeben kann. Das war ein bisschen tricky, aber an und für sich ist Ad-Hoc-Laden mittlerweile ein Thema, über das man sich tatsächlich Gedanken machen muss. Da hat auch irgendeiner meiner Zuschauer im letzten Roadtrip-Video aus Dresden, da mit dem Fisker geschrieben, entschätze mal, statt der Maingau-Karte ad hoc geladen, das wäre viel billiger gewesen und recht hat er gehabt. So, und dann gibt es eben Ladenetzwerke wie beispielsweise Tesla, die tatsächlich nicht zu verachten sind, auch wenn man kein Tesla fährt. Über 90% der Ladeinfrastruktur ist dort freigegeben. Die Preise sind echt in Ordnung. Das ist ja quasi Ad-Hoc-Laden mit der App. Ist für mich wirklich ein Ladenetzwerk, was dasteht, was sehr gut dasteht und was auch exzellente Preise hat. Und ansonsten lohnt sich für einen Urlaub vielleicht auch mal so ein Ionity-Passport, dass man den mal für 4 Wochen sich schnappt, abonniert und dann hinterher wieder storniert oder kündigt und praktisch die 4 Wochen mit Ionity unterwegs war. Das sind ja meine Erkenntnisse und dabei kommt für mich am Ende diese Tabelle heraus. Das heißt, ich weiß jetzt, welche Ladekarte ich wo ranhalte und dann werde ich mir das in den nächsten Wochen mal anschauen und überlegen, ob oder nachvollziehen, ob wir damit tatsächlich unsere Ladekosten hier senken konnten. Ich finde es aber insgesamt alles ziemlich umständlich. Ich hoffe, dass der Druck da ist, so wie auf der Telefonbranche damals, wo das Roaming ja auch extrem teuer war und man da auch böse in die Falle tappen konnte, wenn man im Ausland telefoniert hat und die EU hat es geregelt. Ich hoffe, dass es mal eine ordentliche Regelung gibt, wie dieser ganze Zirkus um die Ladesäulen vernünftig für uns Kunden abzurechnen ist. Am liebsten und am einfachsten mit einer EC oder Kreditkarte ranhalten zum vernünftigen Preis. Das wäre doch das Einfachste ohne diesen ganzen App-Quatsch und diesen ganzen Preisvergleich. Was meint ihr dazu? Schreibt mir doch hier unten in die Kommentare. Ich bin Oliver von 163 Grad und wir sehen uns im nächsten Video. Daumen hoch für den Algorithmus. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal, das wisst ihr alles. Auf bald!